Die Menschheit steckt in einem Dilemma. Die sogenannte Corona-Krise hat im Jahr 2020 vieles auf der Welt verändert. Und das nicht gerade zum Besseren. Eine Rückkehr zur alten Normalität, wie es sich viele Leute wünschen, ist definitiv nicht mehr möglich. Und das, was als die neue Normalität bezeichnet wird, macht vielen zu Recht große Angst. Die Frage ist, ob es nicht abseits dessen, was als neue Normalität bezeichnet wird, noch eine andere mögliche Zukunft für uns gibt. Vielleicht schaffen wir es nicht nur gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen, sondern sie auch als echte Chance zu nutzen. Und zwar für alle Menschen auf dieser Welt. Das Schreckgespenst namens Corona hat einen großen Teil der Welt immer noch fest im Griff. Während die einen nach wie vor einer Infektion und einem Killervirus namens SARS-CoV-2 Angst haben, fürchten die anderen eine mögliche Zwangsimpfung und den Verlust ihrer Grundrechte. Daher streiten sich die Menschen schon seit Monaten über Verhältnismäßigkeit von sogenannten Infektionsschutzmaßnahmen wie dem Lockdown und Kontaktbeschränkungen oder die Aussagekraft von Statistiken und umstrittenen Labortests. Die Wut der Menschen aufeinander ist groß und eine Entspannung der Lage scheint auch nach Monaten noch immer nicht in Sicht. In einer Sache sind sich aber mit Sicherheit alle Seiten einig. So kann es nicht weitergehen. Wie kommen wir als Menschheit aus dieser sogenannten Pandemie, dieser Krise endlich heraus? Müssen wir uns weiterhin gegenseitig einsperren und hoffen, dass der Covid-Impfstoff möglichst wenige Nebenwirkungen hat? Müssen noch viel mehr Menschen auf SARS-CoV-2 getestet werden, weitere Studien analysiert und weitere Zahlen und Statistiken ausgewertet werden? Oder sollten wir vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen und uns mit der Grundlage dieser ganzen sogenannten Pandemie beschäftigen? Die Infektionsschutzmaßnahmen und die Berichterstattung basieren auf der Risikobewertung, den Statistiken und Tests. Und worauf basieren diese? Auf dem angeblichen Virusbeweis, also auf wissenschaftlichen Arbeiten, in denen behauptet wird, einen neuen gefährlichen Krankheitserreger nachgewiesen zu haben. Kritische Stimmen aus den Bereichen der Virologie, der Epidemiologie, der Infektiologie und der Immunologie gibt es im Falle von Corona zwar zuhauf, doch es scheint beinahe niemanden zu geben, der sich mit der wissenschaftlichen Grundlage der ganzen Corona-Krise beschäftigt. Alle Wissenschaftler weltweit streiten sich offenbar bei Corona nur über Zahlen und Meinungen. Es stellt sich die Frage, warum all diese kritischen Wissenschaftler den Nutzen der Infektionsschutzmaßnahmen anzweifeln, Tests und Statistiken kritisieren, doch beim Virusbeweis scheinbar einfach davon ausgehen, dass alles fehlerfrei und seriös wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Warum? Warum sind sich da alle so sicher? Wenn man in der Corona-Krise schon so oft unwissenschaftliche Methoden, Widersprüche und hemmungslose Übertreibungen nachweisen konnte, und das konnte man tatsächlich sehr oft, warum geht man dann in scheinbar blindem Vertrauen davon aus, dass die Grundlage von alledem hieb- und stichfest bewiesen wurde? Weil alle Virologen in der Welt die Arbeiten ihrer Kollegen aus China überprüft haben, so wie es ihre Pflicht als seriöse Wissenschaftler ist? Oder weil sie im Gegenteil nie überprüft haben und wie alle einfach nur davon ausgehen, dass der Virusbeweis erbracht wurde. Zumindest ein Virologe ist bekannt, der die wissenschaftlichen Arbeiten geprüft hat. Der deutsche Virologe Dr. Stefan Lanker, der den Virusbeweis von SARS-CoV-2 von Anfang an öffentlich anzweifelte. Doch wie genau begründet er die Zweifel an der Aussagekraft der Publikationen? Der Zweifel ist dadurch begründet, dass in diesen Publikationen, wenn man sie liest, ein Virus und vor allem die virale Erbsubstanz, durch die das Virus definiert ist, die kommt nicht vor. Die wird nicht nachgewiesen in ihrer Länge, dass sie da ist. Was getan wird, ist, aus kurzen Stückchen von Erbsubstanz, die in Kranken gefunden wird,
oder die im Experiment erzeugt wird, wenn Zellen im Labor, im Reagenzglas sterben. Aus ganz kurzen Stückchen wird gedanklich durch Zusammensetzung kleiner Stückchen entsprechend einem vorgegebenen Modell ein Virus gedanklich konstruiert, also der Virus-Erbgutstrang gedanklich konstruiert, aber ein ganzer taucht in der Literatur, in der wissenschaftlichen Natur nicht auf. Obwohl zu allen Viren? Zu allen Viren. Obwohl es ein einfaches wäre, die Anwesenheit einer Nukleinsäure, so nennt man Erbsubstanzstränge, nachzuweisen. In dieser Länge liegt sie vor. Das sind Standardtechniken seit vielen Jahrzehnten. Und das wird nie gemacht. Auch die Behauptung, dass ein gesamtes Erbgut eines Virus, das man auch Genom nennt, vorhanden ist, wird einfach nicht belegt. Und jeder, der des Englischen mächtig ist, sich vielleicht noch 5, maximal 10 Fremdworte aneignet, was die bedeuten, kann das durch Studium der maßgeblichen Publikationen, es sind bei Covid oder hier bei dem Virus, beim neuen SARS-Virus, sind es nur 3 Publikationen, die ich studieren muss. Und ich erkenne selbst die Fehlannahme, der dem ganzen Konzept zugrunde liegt. Und ich erkenne auch, dass das Nachweisverfahren, das hier etabliert worden ist, nur Dinge nachweist, die in jedem Stoffwechsel produziert werden. Dies sind die 3 besagten grundlegenden Publikationen zu SARS-CoV-2. In 2 wurde angeblich das neue Coronavirus bewiesen. In einer Arbeit soll ein spezifischer Labortest für dessen Nachweis im menschlichen Körper entwickelt worden sein. Die Virologie formulierte schon vor langer Zeit klare, logische und nachvollziehbare Kriterien, um einen Krankheitserreger nachzuweisen. Und natürlich gibt auch die Wissenschaft ganz allgemein klare, logische Regeln vor, wann man eine Arbeit als wissenschaftlich bezeichnen darf. Gehen wir diese erforderlichen Kriterien einmal kurz Schritt für Schritt durch und überprüfen, wie viele davon in den 3 Arbeiten zu SARS-CoV-2 erfüllt wurden. Erstens, erfüllen die 3 Publikationen die grundlegenden formalen Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Arbeit? Ja, das erfüllen alle 3. Zweitens, wurden die Arbeiten vor Veröffentlichung von unabhängigen Gutachtern überprüft? Nein, das geschah nur bei 2 Arbeiten. Eine Arbeit, an der deutsche Virologe Christian Drosten beteiligt war, wurde ungeprüft veröffentlicht. Drittens, gab es gründliche Untersuchungen anderer möglicher Ursachen der Atemwegserkrankungen? Nein, solche Untersuchungen gab es definitiv nicht. Viertens, wurde ein Erreger isoliert? Nein. Dabei wäre das einer der wichtigsten Schritte der Beweisführung gewesen. Eine Arbeit behauptet es zwar, doch es erfolgte nie etwas, das man auch nur entfernt als Isolation eines Erregers bezeichnen könnte. Fünftens, wurde ein Erreger biochemisch charakterisiert? Nein. Wie auch ohne vorherige Isolation? Sechstens, konnte man tatsächlich einen Erreger als Ursache der Atemwegserkrankungen bestimmen? Nein. Ohne Isolation ist auch das nicht möglich. Siebtens, gibt es Beweise für eine Übertragbarkeit der Erkrankungen? Nein. Die Übertragbarkeit basiert nur auf oberflächlichem Augenschein und unzuverlässigen Labortests. Achtens, gibt es Beweise dafür, dass Covid-19 eine eigene spezifische Erkrankung ist? Nein. Covid-19 ist lediglich eine Mixtur aus längst bekannten Symptomen und ganzen Krankheitsbildern, die unterschiedlichste Ursachen haben können. Neuntens, wurde das behauptete Viruserbgut jemals in der Natur, in Mensch, Tier oder Pflanze nachgewiesen? Nein. Wie Dr. Lanka bereits sagte, ist der Erbgutstrang von SARS-CoV-2 ein am Computer generiertes, gedankliches, theoretisches Konstrukt, bestehend aus körpereigenen und frei erfundenen Bestandteilen. Zehntens, gibt es ein validiertes, also zuverlässiges, spezifisches und für die Diagnostik geeignetes Nachweisverfahren für den vermuteten Erreger? Nein. Die verwendete Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR,
ist eine Methode der Molekularbiologie, die schon seit Jahren für die Diagnostik von Viren völlig zweckentfremdet wird. Und 11. wurde jedes Verfahren, jede Methode, jedes Laborergebnis, jede Schlussfolgerung mit sauberen Kontrollversuchen und Kontrollgruppen belegt? Nein, es gab in allen drei Arbeiten keine einzige saubere Kontrolle. Das ist die Grundlage der sogenannten Corona-Pandemie von 2020. Wissenschaftliche Arbeiten, die in so gut wie jedem erforderlichen Kriterium durchfallen. Keine Isolation heißt kein Beweis für ein Virus. Keine Kontrollversuche heißt nicht wissenschaftlich. Wenn die Corona-Krise jemals vorbei sein soll, muss endlich öffentlich die Beweisfrage zu SARS-CoV-2 gestellt werden. Nur damit kann diese sogenannte Pandemie ein für alle Mal beendet werden. Das heißt nicht, dass es dann keinerlei Atemwegserkrankungen mehr geben wird. Es heißt, dass man aufhört, alle Erkrankungen fälschlicherweise ein und derselben angeblich ansteckenden Ursache zuzuschreiben und Erkrankungen dementsprechend oftmals falsch zu behandeln. Wir wollen mit den Erkenntnissen von Dr. Lanka nicht einfach den Hut eines weiteren Experten in den Ring werfen. Es gibt, weiß Gott, schon genug sogenannte Corona-Experten da draußen. Wir möchten mit Dr. Lankas Hilfe die angeblichen Beweise für SARS-CoV-2 vollständig auseinandernehmen und einer wissenschaftlichen Prüfung unterziehen. Das heißt, in diesem Projekt geht es nicht um Meinungen, sondern nur darum, was wissenschaftlich belegt, logisch, nachvollziehbar und für jeden überprüfbar ist. Wir werden also nicht einfach etwas behaupten, sondern werden belegen, was wir sagen. Dabei zeigen wir Ihnen, wie Sie all unsere Aussagen und die drei grundlegenden Arbeiten zu SARS-CoV-2 selbst überprüfen können. Konsumieren Sie dieses Projekt also nicht einfach. Und vor allem, glauben Sie uns kein Wort. Seien Sie kritisch und hinterfragen Sie unsere Aussagen. Nur das ist wissenschaftlich. Und nur darum geht es in diesem Projekt. Das ist Projekt Immanuel. Unser aller Ziel sollte nicht nur darin bestehen, die Corona-Krise zu überwinden. Wir sollten vor allem alle gemeinsam dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschehen kann. Und dafür reicht es nun mal nicht, sich blind auf sogenannte Experten zu verlassen. Dafür muss sich jeder selbst Gewissheit verschaffen und Verantwortung übernehmen. Dann kann diese globale Krise wirklich zu einer echten Chance für uns alle werden. Nachtrag: Sämtliche Videos und Artikel, die wir veröffentlichen, dürfen unter der Voraussetzung, dass an ihnen nichts verändert wird, von allen Internetplattformen heruntergeladen, weitergeleitet und auf eigenen Kanälen wieder hochgeladen werden. Nach und nach werden wir die einzelnen Beiträge auch in andere Sprachen übersetzen. Sie finden uns auf verschiedenen Plattformen wie BitChute und Telegram und natürlich auf unserer Webseite www.projekt-immanuel.de. Aufruf. Wenn Sie Virologe oder Bioinformatiker sind und mithelfen möchten, die erforderlichen Kontrollversuche durchzuführen, die die Corona-Krise ein für alle Mal beenden können, kontaktieren Sie Dr. Stefan Lanka unter folgender Adresse: fragen@wplus-verlag.de.